Sollten wir vielleicht auch die ganzen Zellen mal pflastern oder mit irgendwas ausdehnen? Was könnte man da denn in Zellen machen? Fliesen sind scheiße, das geht nicht. Asphalt ist auch doof. Dreck. Wir kippen einfach mal Dreck in die Zellen. Und wir machen halt eben ganz normal Beton rein. Ich glaube, das sieht einfach cooler aus, wenn das da drin ist. Warte mal, das haben wir doch hier auch schon mal gemacht, ne? Hatten wir das hier nicht auch? Ne, ich dachte, wir haben das hier auch schon gemacht, aber haben wir nicht. Okay. Was kostet denn das, wenn wir das in ganzen Dings machen wollten? Achso, das macht er gar nicht. Ich wollte gerade sagen, 50 ist aber sehr günstig. Ah, das ist wahrscheinlich schon Beton, nehme ich jetzt mal an. Ja, komm, wir legen hier Parkett aus. Das ist doch auch top. Achso, wir müssen. Da fällt mir gerade noch was ein. Apropos Parkett, wir müssen ja noch einen Metalldetektor anbauen. Oder besser gesagt, zwei Stück. So. Auf jeden Fall. Und dann hier schon mal eine Wand, dass sich also keiner dazwischen drängeln kann. So, jetzt müssen nur noch die Rohre angebaut werden und dann haben wir's. Dann läuft auch der Duschraum schon. Ah, da fehlen aber noch ein paar Duschköpfe. So, jetzt geht's ums Wasser. Bis dahin sind wir schon, das müssen wir noch da. Ja, es fehlt nicht mehr so viel. Und warum fehlt hier Strom? Das verstehe ich nicht ganz. Weil hier geht direkt eine Leitung lang. Ich weiß nicht, warum da jetzt eine Stromwarnung kommt. Bisschen komisch. So, jetzt sollten wir gleich auch Wasser haben. Wenn da mal jemand da weitermachen würde. Ah, da kommen schon die Rohre. Okay. So, jetzt kommen gleich noch zwei Gefangene. Jo. Ist jetzt nicht so schlimm, dass wir heute noch nicht diesen Block eröffnet haben, sozusagen. Wir müssen nur hier unten nochmal Strom herlegen. Den legen wir wieder quer durch den Duschraum. Das müssen wir ja hier auch machen. Dann gehen wir mal hier so rüber. Und dann nach da. So. Okay, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier noch. Wartet kurz, das müssen wir hier machen. Dass hier eine Wache drin ist, damit die hier immer die Türen öffnet. Oh, heute ist jemand umgekommen. Auch ein Hausmeister, okay. Ist natürlich nicht schön. So, gleich wieder einen neuen einstellen, sonst vergessen wir es wieder. So, der Duschraum ist jetzt mit Wasser versorgt. Das haben wir schon mal. Hier fehlt noch ein bisschen was. Und dann haben wir auch da fließend Wasser in den Zellen. So, die Servomotoren, die könnten wir ja gleich mal verbinden. Und zwar verbinden wir die zu dem Schaltterminal, was noch nicht so viel zu tun hat. Ich würde gerade mal interessieren, ob wir den vielleicht sogar mit dem koppeln können. Ob das funktioniert, wenn die direkt gekoppelt sind. Dann bräuchte man nur eine Tür öffnen. Aber dafür bräuchten wir erstmal Strom da. Okay, haben wir jetzt. Normal, normal. Gucken wir mal, ob die beide zusammenzugehen. Das wäre natürlich auch cool. Oder ob gar nichts mehr passiert, das kann natürlich auch sein. Irgendwie passiert nichts mehr, glaube ich. Bei Signal schließen. Bei Signal öffnen. Ne, kriegt aber kein Signal. Verbindung entfernen. Ups, warte. Was mache ich denn hier gerade? Das ist gerade ein bisschen nicht so schön. Okay, dann gehen wir damit doch an den Hauptschaltpult. Ich dachte, das geht manchmal, dass die praktisch nur ein Signal brauchen. Ah, die Tür ist auch noch falsch eingestellt, glaube ich. Ja, jetzt geht sie. Nee, geht sie noch nicht. So, jetzt. Ja, da müsste es doch aber eigentlich. Wartet mal ganz kurz. Da muss es doch irgendwie so eine. Mit diesem Logikgatter hast du die Möglichkeit, in die Zukunft zu schicken. Mit einem Rechtsklick kannst du durch verschiedene Gatter schalten. Bringt mir das was? Eine Logikbrücke erkennt das ankommende Signal und verbreitet es über eine Kabeltrasse, die auf dem gleichen Block installiert ist. Jede Logikbrücke, die an diesem Kabel angeschlossen ist,
kann das Signal auslesen und es nutzen. Okay, oh, hier gibt es auch Druckplatten. Das ist ja auch nicht schlecht. Da könnte man doch eigentlich hier vorne Druckplatten installieren. Dass die Türen automatisch aufgehen. Was ist denn das? Visitor Booth. Ich weiß jetzt nicht, wie diese Logikbrücke funktionieren soll. Aber das probieren wir jetzt einfach mal aus hier. Bisschen Elektronik. Erstmal warten wir jetzt auf die Druckplatten, weil rein theoretisch, wenn die Druckplatten ausgelöst werden, ist nur die Frage, wie, die müsste man ja dann irgendwie... Jetzt erwischt man die nicht, weil der Metall... Der, doch, jetzt. Achso, damit kann ich es ja noch nicht verbinden. Wir können das doch bestimmt... Achso, das wird... Wartet mal. Ja, wir warten mal ganz kurz, bis das komplett installiert ist und dann schauen wir uns das mal an. Aber die Zellen sind auch noch nicht fertig. Okay, jetzt haben wir da schon mal eine Druckplatte. Das ist die Frage, ob die Druckplatten schon irgendwas machen, aber ich glaube nicht, die wirst du erst verkabeln müssen, bevor die benutzbar sind. So, da kommt die zweite. Wir warten jetzt noch auf die Logikbrücke. Ne, da könnte man es nämlich auch rein theoretisch ja auch die Schaltzentralen sparen. Wenn das mit den Druckplatten funktioniert, warum nicht? So, jetzt schauen wir mal. Oh. Schauen wir mal, was diese Logikbrücke bringt. Der hat ja jetzt noch die Verbindung nach vorne. Ja, die hat er noch. Wir müssen nur mal... Wartet mal. Wir machen das mal einfach mal. Ich wollte eigentlich... Warum komme ich da jetzt nicht hin? Nein. Ah. So. Nochmal. So. Verbindung entfernen. So, von der Druckplatte verbinden wir nach da, genau. Und von da verbinden wir nach da. Ja, funktioniert doch. Dann knallen wir die da noch dran. Und wir knallen die da auch noch dran, ne? Und wir knallen... Ne, das geht schon wieder nicht. Wartet mal. Müssen wir erst die ganzen Verbindungen wieder entfernen. Und verbinden dann zu dem. Naja, das geht irgendwie jetzt nicht. Warum auch immer. Warum geht das nicht? Das geht auch hier auch. Warum geht jetzt die Tür nicht auf? Hä? Wir haben das doch genauso gemacht wie da auch. Der hat jetzt eine Verbindung nach da. Weil jetzt sind die auch dauerhaft offen, das... Nee. Bups zu. So, wir verbinden das mal direkt mit den Druckplatten. Vielleicht geht das auch schon. Das sieht auch so aus, als wenn das auch funktioniert. Jetzt kann es natürlich sein, wartet mal, das bei Signal schließen. Ist das jetzt richtig? Ja, weil die jetzt dauerhaft offen sind, deshalb frage ich mich das gerade nur. Bei Signal schließen. Mal warten, bis jemand kommt. Es ist natürlich gerade Nacht, jetzt wird da keiner kommen, aber... Vielleicht will ja mal irgendjemand, haben wir ja nicht irgendwo eine Wache rumzulaufen? Das ist der Hundeführer, die sind stationiert, da ist eine Wache. Einmal bitte nach da. Wir müssen was testen. Hey, mach da. Hey. Lauf mal nach da. Ne, geht nicht. Warum will er denn da nicht hin? Also bei Signal schließen ist eigentlich
auch Schwachsinn, weil normalerweise kommt da das Signal erst, wenn da jemand draufsteht. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Logikgatter. And or not. And X or. Kannst du ja wirklich coole Schaltungen dann basteln. Ist jetzt auch nur nach da. Vielleicht muss man auch nochmal eine Verbindung zurück zu der Platte machen. Das kann natürlich auch sein. Na, schauen wir mal. Wenn wir jetzt die hier, wartet mal, hier bei Signal öffnen. Ach so, wartet mal, haben wir jetzt die Türen, wir haben die Türen verriegelt, wir müssen die ja auf normal schalten. Bei Signal öffnen. Die eine geht auf, die andere nicht. Ach so, jetzt geht die auf. Ach so, der Weise, okay. Weil die sind jetzt dauerhaft offen, das wollte ich ja auch nicht. Da hätte ich gar keine Türen einbauen müssen. Verstehe ich nicht so ganz. Warum geht das nicht? Tja. Das kannst du wahrscheinlich hier irgendwie... Hallo? Beim Vorfall in einer anderen Einrichtung wurden Sicherheitsprobleme bei Familienbesuchen in Gefängnissen deutlich. Bis der Vorfall ordentlich untersucht wurde, werden alle Besucher ausgesetzt. Sie haben 12 Stunden Zeit, um alle Besucherräume aus ihrem Gefängnis zu entfernen. Na super! Yes, da werden sich die Gefangenen wieder freuen. Das gibt's gar nicht. Okay, aber was sollen wir machen, ne? Nehmen wir's raus. So. Gibt halt keine Besucher mehr. Aber das nervt mich hier schon gerade, dass das mit den Druckplatten nicht so richtig funktioniert. Das ist schon wieder ein Krach hier. Man muss aber ein bisschen nachdenken. Okay, dann machen wir das. Muss ich mir nochmal in Ruhe überlegen, warum das jetzt nicht funktioniert. Wir lassen die Druckplatten drinne, verbinden das aber wieder zum Türkontrollsystem. So. Achso, vielleicht hätten wir diese Verbindung entfernen müssen. Dann haben wir die einfach hier raus, dann müssten die auch bei der bei dem Servomotor rausfliegen. So, weg. Auch weg. Ja, jetzt gehen sie auch wieder zu. Okay. Ich lasse die Druckplatten lassen wir einfach liegen. Und warten mal ab, ob wir da noch irgendwie was finden. Um das irgendwie hinzubekommen. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz, wie wir jetzt hier am geschicktesten weiterbauen. Wir brauchen ja immer 3 Felder frei. Das heißt, wir müssten 5 bauen. Weil wir ja jeweils, dann müssten wir 10 Meter haben. Das ist Mist. Haben wir hier immer... Ja, wir haben eigentlich immer so einen 2-Felder-Gang gebaut, ne? Das ist schlecht. Ja gut, wobei ein Feld reicht ja rein theoretisch auch aus als Gang. Oder etwa nicht. Das ist jetzt die Frage. Oder wir knallen da Doppelzellen hin. Wie breit haben wir die immer gemacht? Das sind 5 Meter. 5 Meter. Das würde, glaube ich... Geht ja auf jeden Fall. 5 Meter, jetzt brauchen wir noch 2-mal die Wand davor. Und dann sind wir bei 7 Meter, dann könnten wir, müssten wir jetzt nochmal... Das passt auch nicht. Ich
Ich weiß nicht, wie viele maximal in so eine Zelle. Also wir hätten maximal 9 Meter eigentlich. 9 Meter mehr geht nicht. Ah, dann lassen wir das hier erstmal noch frei und bauen erstmal auf der Seite. Dann müssen wir mal gucken, wie das sich hier ausgeht. Auch hier kommen Einzelzellen hin. Hab ich gerade so beschlossen. So. Dann könnten wir vielleicht diesen Zellenblock dann auch wirklich jetzt eröffnen, dass wir morgen schon denn die ersten Gefangenen kriegen. Oh, passt da sogar nochmal ein Block rein? Okay. Gut, dann kommen da jetzt nochmal schnell fix Türen rein. Oh, die sind schon wieder so schnell, ey. Mensch, zu spät. Mist. So. Dann haben wir's. Ach nee, Betten fehlen noch. Die müssen ja auch noch rein. So. Das Schöne ist ja, dass wir jetzt nicht unbedingt Geldsorgen haben. Wir verdienen momentan wirklich. Ups. Wirklich relativ viel hier eigentlich. So. Hier kommt ja auch nochmal eine Toilette rein. Und da muss noch eine schwere Gefängnistür rein. Weil das ja die Isolationszellen sind. So. Dann brauchen wir nochmal ein bisschen Wasser. Das wäre nicht schlecht. Da können wir direkt hier von dem Rohr abgehen. Bin ich eigentlich behämmert? Warum habe ich hier das getrennt? Ach so, weil das zu groß gewesen wäre. Ah, ich weiß schon. Okay. War jetzt gerade ein bisschen, ja. So, dann machen wir jetzt mal das so, dass wir hier sagen, das sind schon mal Zellen. So, und so, und so. Dann freuen wir uns auf die neuen Ankömmlinge. So, da gehen die Türen nur automatisch auf, wenn das schon als Zelle deklariert ist. Okay. Isolationszelle. Haben wir hier und hier. Und das hier wird auch noch eine. Gut. Und das hier wäre eine stinknormale Zelle. So, dann haben wir das auch. Ah, da kommen schon die ersten in Isolationshaft. Willkommen im neuen Block D. Schön, dass Sie eingecheckt haben. Kommt noch einer. Also die Zellen werden hier auch schon fleißig genutzt. Wir kriegen 8700 dafür, dass wir 19 neue Insassen kriegen. Obwohl das hier alles noch gar nicht hundertprozentig fertig ist. Ja, also hier kriegen wir auf jeden Fall ordentlich Leute unter. Ich hoffe nur, dass das ausreicht, um auf die 200 zu kommen. Vielleicht machen wir den Block auch komplett mit Einzelzellen und gar nicht so mit diesen Doppelzellen. Aber gut, du sparst wirklich ein bisschen mit den Doppelzellen eigentlich. Was muss ich mir nochmal überlegen? Da muss ich nochmal drüber nachdenken, genauso wie über die Druckplatten. Da fällt mir gerade noch was ein. Das wollte ich auch noch ausprobieren mit dem Statuslicht hier. Ja, das finde ich eigentlich auch ganz cool. Ich will mal wissen, wie man das in verschiedenen Farben leuchten lassen kann. Weil das steht ja in der Beschreibung, leuchtet je nach Signaleingang rot oder grün. Aber wie? Wie soll das funktionieren? Da brauchen wir bestimmt nochmal Strom an den Dingern. Wie soll man denn, oder was für ein Signal kommt da überhaupt hin? Das würde mich mal interessieren. Und von wo kommt das Signal? Da muss es ja irgendwie was. Arbeitslohn 105, neue Bäume 400, Gewinn 241. Ja, insgesamt, wir verdienen schon ordentlich Asche eigentlich jeden Tag.
Ah, hier steht schon, okay. Wir verbinden das einfach mal mit dem Servomotor. Mal gucken, was da passiert. Ja, nicht. Ich glaube, dann braucht niemand ein Stromkabel dahin. Ja, aber wohin sollst du es sonst verbinden? Du könntest es. Naja, was macht denn das für einen Sinn, zum Türkontrollsystem zu verbinden? Die ist hier ein Schwachsinn. Ah, es leuchtet. Ach du Scheiße, das ist ja ein Scheißeffekt. So, ich will eigentlich die Verbindung gerade nochmal raushauen. Weil jetzt leuchtet das ja dauerhaft und die Türen sind auch dauerhaft offen. Was natürlich auch nicht so gut ist. Mal sehen, ob das auslöst. Warum sind jetzt die Türen dauerhaft offen? Es schaltet sich, glaube ich, nicht mehr zurück. Vielleicht ist das auch das Problem bei den Druckplatten. Weil die sind das jetzt dauerhaft geschaltet hier. Oh, jetzt habe ich aber da ist ein Tunnel. Oh Gott. Ach so, das haben die schon gefunden. Überall da, wo so ein Fähnchen steht. Ah. Wie kriege ich das jetzt? Kriege ich ja gar nicht zugeschippt. Hier ist ein Tunnel. Das ist definitiv ein Tunnel. Drei Ausbrüche heute. Ja gut, jetzt ist aber ein Dauersignal da drauf irgendwie. Ist ja sehr mysteriös. Hatten die da eine Puppe gebaut? Ist ja geil. Habt ihr das gesehen? Da lag eine Puppe im Bett. Ha? Coole Sache. So. Dann machen wir an der Stelle mal beim nächsten Mal weiter. Ich muss nur mal gucken, wie das mit der Elektronik hier funktioniert. Irgendwie muss es ja auch gehen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss, ciao, euer David von meinecker.de. Und nicht vergessen, Daumen da lassen, Kommentar schreiben oder uns abonnieren, wenn ihr möchtet. Und jetzt sage ich tschüss, ciao, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.